So, meine lieben Facebook-Freunde und ja, liebe Facebook-Gemeinde, ich hoffe, das funktioniert da jetzt technisch so einigermaßen. Ich habe nämlich gerade festgestellt, dass mit dem neuen Funktionsupdate von Windows 10 auf 18.03 das mit der Logitech Webcam und dem Livestream nicht mehr so funktioniert, wie es noch vor dem Update funktioniert hat. Jetzt habe ich da ein bisschen improvisieren müssen und habe natürlich jetzt einfach nur das Handy da reingeschnallt, weil ich euch heute was erzählen möchte. Ich habe eine Mitteilung an euch. Wenn man denkt, viel Schreiben ist für mich viel Arbeit, viel Lesen würde ich euch auch nicht antun. Deshalb möchte ich euch heute ein Statement mitteilen in dem Video, um das Ganze zu verstehen, warum ich das da jetzt halt euch erzähle oder warum diese Entscheidung getroffen worden ist. Muss ich euch eine kurze Geschichte vorher erzählen aus meinem DJ-Leben. Die ein oder anderen kennen mich ja, ich mache das schon relativ lang. Es hat genau vor 22 Jahren, mit 14 Jahren angefangen, dass ich meine Liebe zum DJing, zur Technik, zur Musik entdeckt habe. Für die Kopfrechner unter euch, ja, ich bin 36 Jahre jung, habe eine wundervolle, liebevolle, großartige Freundin, die Sabi, an meiner Seite seit über 6 Jahren, habe mittlerweile eine 9-jährige Tochter, die Amy. Äußerst entzückend, also man sieht schon, läuft alles wunderbar. Zurück zur Geschichte, also mit 14 Jahren hat die Liebe zum DJing angefangen. Ich habe mir damals einfach gekauft um 200 Schilling, muss man mal umrechnen, um 14 Euro einen Zweikanalmischer von Konrad. Mit dem hat man eigentlich schon relativ coole Sachen machen können. Für mich halt damals als 14-Jähriger haben wir zwei CD-Player dazu gekauft, besser gesagt, einer hat mir gehört, einer habe ich mir mal ausgeborgt, bin mit einer Schachtel Batterien zu den Partys gefahren und habe dort mit zwei Discman und dem Mischpult die Leute unterhalten. Das hat immer Spaß gemacht, das ist dann die CD-Player, also die Discman habe ich dann relativ schnell ausgetauscht gegen zumindest semi-professionelle CD-Player. Damals habe ich mir von Konrad gekauft, ich kann mich erinnern, das waren diese Gemini-CD-Player, das waren so Toploader mit den gängigsten DJ-Funktionen. Und die haben 600 Schilling gekostet, Stückli, wenn man sich das jetzt umrechnet, sind das 42 Euro. Und ja, so kann man sagen, um gute 100 Euro hat man ein relativ gutes DJ-Equipment gehabt. Und so bin ich halt um die Häuser gezogen, habe Schulbälle gespielt, habe Privatpartys gespielt. Und irgendwann ist dann halt der Punkt gekommen, wo ich natürlich gewusst habe, okay, ich habe immer positives Feedback gekriegt, das DJing ist meins, das taugt mir, das ist einfach mein Leben mit Musik Leute zu begeistern und habe gesagt, irgendwann, ja, ich möchte dann natürlich jetzt Fuß fassen und möchte irgendwo in die DJ-Szene, in die Discos reinkommen. Es war damals in der Nachbarschaft in Kirschlag, ich bin ja da aus dem Burgenland, in Kirschlag hat es den Leichtturm damals gegeben. Da war der erste DJ, was mich eigentlich ziemlich inspiriert hat, damals der Leo, das Beam Plastic, den wir auch viele von euch kennen. Der hat dort in dieser Ortschaft im Leichtturm gespielt und ein guter Freund von mir, mit dem ich aufgewachsen bin, der Bertel Thomas, der ein oder andere wird ihn kennen unter DJ Blitz, den habe ich das damals erzählt, da habe ich gesagt, hörst du Thomas, mir taugt das, weil er war auch so DJ-affin wie ich und wir haben sie gegenseitig da halt immer mit der Technik gegenseitig ja, gepusht und ausgeholfen und hin und her. Und erzähle ihm das, sage ich, hörst du Thomas, ich möchte da mehr machen, ich werde da im Leichtturm einmal nachfragen, ob sie einen DJ-Lehrling suchen. Ne? Das, was dann passiert ist, in erster Linie war es schlecht, in zweiter Linie vielleicht sogar gut, dass es so war. Der Thomas hat mich dann zwei oder drei Tage später angerufen, sagt er erst, du Martin, ich habe im Leichtturm schon gefragt, die nehmen mich, du brauchst dort nicht mehr fragen, die nehmen nur an und ja. Ja, in dem Moment haben wir gedacht, ja, gut, das sage ich jetzt nicht, was ich mir gedacht habe, aber dann habe ich gesagt, mein einziger Konto, was ich drauf gehabt habe, war ich, Thomas, wenn du im Leichtturm anfängst, dann gehe ich ins B2. Und das B2 war damals unvorstellbar ein riesiger Disco-Komplex in Magdalau. Es war mit einer der größten, modernsten Diskotheken, zweistöckig, drei Räume, Wahnsinn eigentlich. Und der Thomas hat dann gesagt, ja, ja, geh noch ins B2, die nehmen die eh nicht. Nicht? Ja, hat er gar nicht so Unrecht gehabt am Anfang. Habe mich dann im B2 natürlich vorgestellt, habe damals den Mo kennengelernt, den Herrn Lackpfiff, den Urban Andreas, der war damals noch Geschäftsführer. Habe dann einen Abend die Möglichkeit bekommen, vorzuspielen. Da muss ich auch dazu sagen, dass ich eigentlich in meiner Party-Szene und in der Szene, wo ich auf die Schulbälle gespielt habe, hauptsächlich Pop und Rock gespielt habe, also von der elektronischen Musik, wo ich mittlerweile in die Jahre dann gelandet bin, noch nicht so viel Ahnung gehabt habe und war da ein bisschen überfordert an dem Abend mit Beatmatching. Also ich möchte ehrlich gesagt nicht wissen, was sich der Resident DJs damals von mir gedacht hat, weil, ja,
Sinn und Zweck, also ich habe dann die Resident DJs damals kennengelernt, waren sehr nette Leute, also zwei, die was mich dann eh lange Zeit begleitet haben, das war zum einen der Steve Noah, der Stefan, und zum anderen der Marcel Neubauer, DJ Funkmaster M, oder ich glaube sogar zu dem Zeitpunkt hat er noch Electric Vulva geheißen, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Und ja, hab mit denen halt gequatscht, hab den oben dort runtergedruckt, aber wie es halt ist, die waren drei, vier DJs und haben gesagt, ja, wir suchen keinen, nicht? Gut. Gut, dass ich so viel geredet habe in der Nacht. Ich bin dann ein paar Wochen später privat ins B2 gekommen nach Magdalhau und der Stefan, der Steve Noah, ist mir nachgelaufen und sagte, hey du Martin, du hast mir erzählt, du interessierst dich ja für die Technik und das taugt dir alles Computer und so. Hab ich gesagt, ja, sagt er, du, unser Lichtjockey, der Fidi, der geht nach Deutschland, wir suchen einen Nachfolger. Ne? Ja, da habe ich nicht lange überlegen brauchen und denkt, ja, dann bist du mal drin in der Gastro, dann kannst du das mal anschauen. Bin dort eingestiegen, ist alles relativ schnell gegangen, hab dort relativ schnell eine Position nach der anderen einnehmen können. Da muss ich auch sagen, herzlichen Dank Mo und Alfred und damals noch der Urban Andi, dass mir das ermöglicht habt. Habe mich dann relativ als Lichtjockey schnell eingewöhnt, habe nebenbei natürlich immer als DJ probieren können, das kennen wir ja, das ist ein Klassiker, nicht? Dass die Lichtjockeys lieber am DJ-Pult immer drucken wie auf dem Lichtpult. Und damals war der Max DJ unser Resident am Samstag und da habe ich dann auch relativ schnell gemerkt, weil in Magdalhau war es so, am Freitag war noch Techno und am Samstag war Techno. Es war am Freitag zwar mehr los wie am Samstag, aber was mich begeistert hat persönlich war, dass man am Samstag mit der elektronischen Musik viel, viel mehr Stimmung einbringen hat können ohne großen Aufwand und deshalb bin ich dann auch den Schritt in die elektronische Musik gegangen. Der Max DJ hat damals in Wien, zuerst glaube ich hat er tolle Töne gearbeitet, dann hat er sein DJ-Exklusiv-Geschäft gehabt und hat mich natürlich Woche für Woche mit den neuesten Schallplatten versorgt. Ja, das habt ihr richtig gehört, Schallplatten, die Jüngeren unter euch werden das vielleicht gar nicht mehr so kennen, die Alten schon. Ich habe angefangen dann mit Schallplatten zu spielen, habe dann immer im Vorprogramm, im Nachprogramm natürlich spielen dürfen und eines Tages ist ein Silvesterabend gekommen, der dann meine Karriere von heute auf morgen verändert hat als DJ. Der Mo hat damals gesagt, du Martin, wir haben keinen für Silvester, traust du das zu, dass du die ganze Nacht allein spielst? Und Silvester, muss man dazu sagen, war damals nicht so gut besucht. Und mit gut besucht meine ich, alles was unter 1000 Leute war pro Nacht, war schlecht besucht. Und Silvester war immer so zwischen 400 und 600. Da habe ich gesagt, ja, da brauche ich mich nicht großartig in die Hosen pissen, das geht schon. Und habe den Abend die Chance bekommen und der hat dann eigentlich alles verändert. Die Woche drauf haben wir unser wöchentliches B2 Ritual gehabt, dass sich das ganze Personal mit den Chefetetten am Freitag vor dem Dienst zusammengesetzt hat, alles besprochen hat. Und das kann mich heute noch erinnern, das hat mich heute bis heute bewegt mit diesem Moment. Aus dem einen Grund wahrscheinlich auch sehr so, der was im Mo kennt. Und ich kenne ihn jetzt schon lange. Und wie ich angefangen habe beim Mo, der Mo war halt nicht immer so, wie er jetzt ist, so liebevoll und rücksichtsvoll und taktvoll, sondern er war am Anfang so ein richtiger. Wie soll ich das jetzt sagen, dass es nicht böse rumkommt, ein richtiger Giftzwerg. Also ich habe zeitweise nicht gewusst, wie er mit den Leuten reden soll und war halt sehr direkt. War nicht das Problem gewesen, er hat sehr schnell geschrien mit den Leuten und hat sich halt nicht so behandelt, wie es vielleicht hätte sein sollen. Und das hat mich damals als 19-Jähriger natürlich auch an meine emotionalen Grenzen zeitweise getrieben, weil das war halt schon hardcore. Und genau deshalb ist mir dann dieser Abend sehr in Erinnerung geblieben, weil da hat der Mo zum ersten Mal gesagt, dass es gut war, was ich gemacht habe, dass er sich bedankt hat dafür und dann hat das ganze Personal applaudiert und dann hat er gesagt, das ist ab sofort unser fixer zweiter DJ in B2. Ja, und so hat das Ganze angefangen. Die ganze B2-Geschichte würde ich da jetzt natürlich nicht aufholen, aber es waren einfach Partys damals, die kann man sich heutzutage nicht mehr vorstellen. Also wie gesagt, alles unter 1000 Leute war eine schwache Party, die haben wir eigentlich so gut wie nie gehabt. Es waren unzählige Nächte, was wir damals gefeiert haben. Es hat Spaß gemacht. Ich war dann auch die restliche Zeit von der Woche als DJ privat unterwegs, natürlich Kontakte zum Knüpfen und so. Und es ging so dahin. Ja, die Geschichte von Magdalau war dann relativ so, dass jeder Club heutzutage, ist ja heutzutage auch nicht anders, du musst den Leuten immer mehr bieten und musst ständig was Neues bieten. Das heißt nicht, wenn du jetzt einen Hitten hast, was gut läuft, der Disco, sagst du, ja, läuft eh gut, jetzt lerne ich mich zurück und schau zu, wie die Leute bei mir reinlaufen und das Geld da lassen. Sondern du musst ständig arbeiten. Und in Magdalhau war damals auch der Punkt, wo wir dann schon gewusst haben, okay, wir müssen wieder was erneuern, wir müssen umbauen, wir müssen dem Publikum was Neues bieten. Und genau zu dem Zeitpunkt ist natürlich dann der Mitbewerber an uns herangetreten, besser gesagt an einen Mo und an einen Alfred. Und das Lokal wurde verkauft. Dann sind wir zwischenzeitlich
haben wir in Stegersbach, war ich sehr aktiv, dann hat Mattersburg aufgespielt, dann bin ich nach Mattersburg gekommen, dort richtig gute Zeit gehabt, dann war Kempten wieder weg, dann wieder retour nach Mattersburg und schlussendlich, wer es verfolgt hat, die ganze B2-Geschichte nach 17 Jahren, kann man sagen, hat letztes Jahr, 2017 im Oktober, das B2 in Mattersburg seine Pforten geschlossen. Jeder, der was dabei war bei dieser letzten Party, der weiß, wie sehr das mich getroffen hat. Gut, es war natürlich auch genug Alkohol im Spiel, aber ich bin ein sehr emotionaler Mensch. Und es hat mich halt sehr stark getroffen damals, dass es wirklich eigentlich mein Lebensinhalt, das B2 war Lebensinhalt. Ich habe zwar nebenbei viel für Krone Hit gemacht und andere Veranstaltungen. In dem Sinne muss ich auch den Herrn Chris Antonio von Krone Hit ein mega Dankeschön aussprechen. Den habe ich relativ früh kennenlernen dürfen in meiner DJ-Karriere und er hat sofort anscheinend mein Potenzial erkannt und wir haben da sehr viele coole Sachen in den Jahren erlebt. Erfolgreiche Musikvideos, Top-Charts-Platzierungen im In- und Ausland, Verkaufscharts, alles Mögliche. Und war halt dann immer viel unterwegs und nach Mattersburg, nach diesem allerletzten B2, was die Pforten geschlossen hat, war dann, ich war halt am Boden zerstört, ich sag's ehrlich wie es, weil es war eine Familie für mich, es war eine ewig lange Zeit, wo ich positive, also negative natürlich Sachen erlebt habe, aber es war immer wie eine Familie und es war einfach immer mein Lebensinhalt. Also ich hätte nichts übers B2 kommen lassen, sondern habe das immer so behandelt, wie halt B2 mein eigenes Kind wäre. Es hat auch die letzten 3-4 Jahre mit Günther, mit Stefanitz super funktioniert in Mattersburg und deshalb war dieser Abschied dann auch für mich relativ schwer in Mattersburg letztes Jahr. Und dann haben wir gedacht, so, jetzt bist du zwar für Krone Hit unterwegs und hast du deine Termine, aber was tust du jetzt? Du hast kein B2 mehr. Nicht? Und ich bin dann eigentlich so am nächsten Tag nach dieser Abschiedsparty daheim auf der Couch gegangen und dann hat es schon angefangen, dass mein Handy da entleitet und habe natürlich Anfragen gekriegt von anderen Lokale, hey, B2 ist zu, willst du nicht wieder bei uns spielen, hin und her. Und habe eigentlich dann bis Ende 2017 einen relativ vollen Kalender gehabt. Da war mir sogar zu voll, weil ich habe wirklich im Schnitt 3-mal die Woche gespielt, Donnerstag, Freitag, Samstag plus. Die ganzen Weihnachtsfeiern waren meistens dann 4-5 Termine die Woche und das war mir mit meinem Business, also mit meiner Firma, die was ich mir seit 2006 natürlich neben dieser DJ-Karriere aufgebaut habe, war mir das dann zu viel, weil wenn du nur von Montag bis Mittwoch in der Firma bist und den Rest nur unterwegs bist, im Auto sitzt, Party machst und schlafst, dann ist das auf Dauer, war das nicht das, was mich erfüllt hat. Und habe dann mit Ende des Jahres gesagt, da war ich dann auch gesundheitlich komplett am Minimum, weil jeder kennt das, wenig schlafen, viel Stress, nur unterwegs, tausende Kilometer im Auto gesessen, habe ich gesagt, mit Ende des Jahres 2017, ich muss ein bisschen runterschrauben vom Gas, habe dann für mich die Entscheidung getroffen, dass ich nur mehr Samstag und gelegentlich coole Veranstaltungen halt die Bookings annehme, weil am Freitag wissen wir ja alle, wie es läuft im österreichischen Nachtleben momentan. Es gibt ganz wenige Lokale, die es wirklich schaffen, da über die Runden zu kommen und zumindest 50% der Freitage so halbwegs über die Runden zu bringen. Um der ganzen Geschichte jetzt zum Ende zu kommen, das habe ich dann heuer das ganze Jahr dann so eigentlich durchgezogen. Ich war auf coole Krone-Hit-Termine, ich habe wieder ein bisschen mehr im Subway gespielt, ich habe andere coole Termine beim Leo im Max gehabt, im Angela Manuel Oceans House gehabt, also wirklich feine Sachen. Club Diamond, da in Overwatch habe ich kurze Zeit betreuen dürfen und begleiten dürfen. Aber was mir halt einfach gefällt hat, und das ist schlussendlich das, warum ich zu dieser Entscheidung gekommen bin, weil ich euch heute mitteilen möchte, ist der Spaß an der Arbeit. Also eins habe ich gelernt, und das war aber auch immer von Anfang an schon, habe ich die Frage gestellt gekriegt für die Leute, wie lange müssten das noch machen. Nicht? Das war immer die Frage, die was ich eigentlich am häufigsten gestellt gekriegt habe. Speziell wenn man dann so auf die 30 zugeht, kommen die Leute her, die was dann schon fast nicht mehr vorgehen und sagen, hey, wie lange willst du das noch machen? Und ich habe gesagt, solange es mir Spaß macht, mache ich das. Jetzt ist halt der Moment leider gekommen, dass es überhaupt keinen Spaß mehr macht. Es ist leider traurig, aber wahr. Das ganze Nachtleben in Österreich hat sich in eine Richtung entwickelt im Vergleich zu den letzten 15 Jahren, die was erstens mit der ich mich nicht mehr identifizieren kann, weil die Musik, was eigentlich der höchste Stellenwert sein soll als DJ in einem Lokal, hat an Stellenwert verloren, weil durch Streamingdienste und die ständige Verfügbarkeit von allen möglichen Mixen und die Musik jederzeit zu konsumieren, hat das einfach nicht mehr so, hat den Stellenwert der Musik in der Disco quasi genommen. Wie die Radio der Sender dann angefangen haben, EDM zu spielen und so, das war genau die Zeit, wo dann in der Disco das einfach
gemerkt hast, dass die Leute das einfach so nicht mehr zu schätzen wissen. Und ich finde, die Musik ist halt immer noch das Wichtigste, für einen DJ zumindest. Nicht? Die Lokalbetreiber, denen ist es wichtiger, dass die Leute da sind und saufen. Klar, keine Ahnung, keine Frage, Umsatz. Auf jeden Fall waren die letzten Monate, ich war sehr viel unterwegs. Jeden Samstag eigentlich und für Krone Hit ein paar coole Sachen gemacht haben, habe ich jetzt so Revue passieren lassen und habe eigentlich gemerkt, erst Martin, irgendwie ist das kein Spaß mehr. Und deshalb bin ich jetzt zu der Entscheidung gekommen, dass ich nach all diesen Jahren, also nach über 17 Jahren eigentlich, B2 oder Clubszene, kann man es nennen, so, weil die Jahre davor, diese 5 Jahre davor, wo ich privat und auf Schulbällen unterwegs war, zähle ich jetzt nicht zur Clubszene, das war einfach nur der Vorlauf oder quasi meine Lernphase, wo ich mir halt viel angeeignet habe und geschaut habe. Und ja, schweren Herzens habe ich mich jetzt einfach dazu entschlossen, dass ich meine DJ-Karriere stilllegen werde. Das heißt, ich werde zurücktreten. Ich werde im September meine 2 Termine natürlich noch wahrnehmen, und zwar nächsten Samstag Oktoberfest Hartberg, eines der größten Oktoberfeste da in Österreich, und das in der Nachbarschaft. Da möchte ich einen Pfeifer Markus ein recht herzliches Dankeschön aussprechen, dass er mir da immer die letzten Jahre die Möglichkeit gegeben hat, da dabei zu sein, weil es ja auch nicht so selbstverständlich ist, weil in der heutigen Zeit, die DJ-Kollegen werden es verstehen, es hat ja da diesen Boom gegeben, wo jeder gemeint hat, einen Sync-Button und ein Notebook und ich bin der DJ. Und viele Lokalbetreiber sind natürlich dann auf diese 50 und 80 DJs abgesprungen und das hat natürlich auch relativ viel kaputt gemacht. Aber zum Thema Nachtleben, warum es im Bach runtergegangen ist und wie meine Ansicht dazu ist, würde ich noch ein eigenes Video dann bringen, weil erstens möchte ich euch mitteilen, was ich denke, dass schuld war, dass es so weit gekommen ist, wie es jetzt ist. Und andererseits bin ich aber verdammt neugierig, was es dazu sagt, speziell DJ-Kollegen, Produzenten, Gastronome, wie eure Meinung dazu ist. Ist ein relativ interessantes Thema, sage ich jetzt einmal, aber das würde den Rahmen des heutigen Videos zum Sprengen bringen. Und ich bin halt einfach nur da, um euch zu sagen, dass ich eben jetzt aufhöre als DJ. Schweren Herzens, weil die Musik war mein Leben, aber es macht einfach keinen Spaß mehr. Und Geld allein sollte nie die Motivation sein, um irgendwas zu machen, in keinem Job. Das hat jetzt gar nichts mit DJ zu tun, aber wenn man jetzt einfach nur in die Arbeit schleibt jeden Tag, weil man das Geld braucht, aber mit so einem Hals schon reingeht und sich einfach vor jedem eigenen Arbeitstag fürcht, dann Freunde oder Leute, denkt einmal nach und schaut, dass aus diesem Hamsterrad rauskommt. Und genau dieses Hamsterrad von dieser DJ-Szene möchte ich jetzt mit diesem Schritt verlassen, weil es einfach keinen Spaß mehr macht. Und ja, wie gesagt, wir haben dann nächste Woche noch Oktoberfest in Hartberg, den Termin werde ich wahrnehmen. Dann haben wir Ende September, am 29. bin ich noch beim Hans-Peter in der Disco Concord im Waldviertel draußen. Da ist sogar 25-Jahresfeier, also da werden wir es auch noch so richtig einmal Gas geben. Und die Pläne stehen natürlich, ich bin da im Südburgenland, im Bezirk Oberwart natürlich als DJ groß geworden, habe da extrem viele Freundschaften, Bekanntschaften geschlossen. Und deshalb wird es eine offizielle Abschlussparty auch geben, aber die erst zu Pfingsten 2019. Und zwar wird das ein Strandfest in Burg sein. Jeder von euch, was das kennt, könnt es eigentlich schon mal im Kalender notieren. Ich plane da natürlich ein bisschen eine größere Sache, wie jetzt nicht nur mein Abschluss- und Abschiedsparty, sondern es soll wirklich noch einmal was Großartiges werden. Ich will mich da noch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber es soll ja einen tieferen Hintergrund haben, dann diese Veranstaltung, aber da sage ich euch dann später dazu noch mehr. Wichtig war mir, dass ich das euch heute einfach erklären darf, warum es zu dieser Entscheidung gekommen ist. Ich habe im Vorfeld schon mit ein paar Leuten geredet. Mein Lieblingslehrbuben im Mastermind zum Beispiel, der hat es überhaupt nicht bockt, weil er hat gemeint, er traut sich wetten, dass ich noch länger DJ bin wie er. Und ja, viele werden jetzt vielleicht auch schockiert sein, weil sie es noch nicht wissen und das so schnell gegangen ist. Aber es fühlt sich gut an, es fühlt sich richtig an. Es ist zwar Herzensblut, was in der Musik steckt, aber ich sage, die Musik kann ich ja trotzdem genießen. Ich kann ja trotzdem auf gute Veranstaltungen gehen. Schauen wir das halt nur von der anderen Seite an. Und ja, ich werde natürlich euch da auf Facebook so weit wie möglich treu bleiben. Es wird dann jetzt ab sofort jede Woche mindestens ein Video geben. Der Plan ist eben, dass wir noch gewisse Themen von dieser ganzen DJ-Szene, von diesem Nachtleben vielleicht noch gemeinsam nochmal, dass ich darüber spreche, dass ich eure Meinungen dazu hören möchte.
Wenn ihr sonst irgendwelche Fragen habt, dann schreibt es einfach unter das Video. Dann habe ich beim nächsten Live-Video dann natürlich gleich einen Content, mit dem ich starten kann. Wenn es irgendwelche Themen gibt, die euch interessieren. Einen Dank möchte ich auf jeden Fall aussprechen an alle Leute, die mich jahrelang begleitet haben, sei es jetzt in Form von Barpersonal, Lichtjockeys, Gästen, Türsteher. Es waren doch Leute, die lange an meiner Seite waren. Die ganzen Party-People, die Leute, die auf der Tanzfläche gefeiert haben. Und damals natürlich mehr wie heute, weil sonst war es jetzt zu dieser Entscheidung gekommen. Und bei dem möchte ich mich alle ganz recht herzlich bedanken, weil es waren sehr, sehr viele unvergessliche Momente dabei, die ich auf keinen Fall missen möchte. Und bin froh, dass ich es auch erlebt habe. Bei den ganzen Betreiber, DJ-Kollegen möchte ich mich bedanken. Ich kann jetzt nicht alle aufzählen, weil es waren über die Jahre sehr viel DJ-Kollegen, was mich auf jeden Fall geprägt haben in meinem Leben, was sehr gute Freunde von mir sind, wo der Kontakt nach wie vor steht und die, was auch viel beigetragen haben für das, wie es bei mir bergauf gegangen ist oder vorangegangen ist. War eben der Leo, der was mich als erstes inspiriert hat als DJ, weil man sein Sound einfach taugt hat, das Spinblastic. Dann ist der Max DJ gekommen, der was dann eigentlich mein erster Mentor war, wo ich mir viel anschauen habe können, okay, wie halte ich die Leute vorne bei Laune, wie baue ich mein Programm auf, der hat mir das immer relativ gut demonstriert. Der Messe vor war damals, genauso wie der DJ Norris, einer von den Techniker, die haben mir das ganze Technische beim Beatmatching und so immer wieder nahe gebracht, weil ich habe ja relativ lang gebraucht, bis ich das mit den Schallplatten dann wirklich rausgehabt habe. Vor allen Dingen habe ich gemerkt, wenn am Vortag die Killer-Party war, dann hat es am nächsten Tag überhaupt nicht funktioniert mit den Schallplatten, aber das haben wir dann. Die Routine hat es dann gemacht und es war halt noch Musik zum Angreifen, ganz anders zum Spielen wie heute. Also diese Leute haben mich auf jeden Fall inspiriert. Unter anderem natürlich auch der Herr Indigo, lieber Werner, also deine Freundschaft und deine Dienste und dein Ohr, was du immer gehabt hast für mich, weiß ich am meisten umschätzen, weil jeder, was den Werner kennt, den Indigo besser kennt und in Werner kennt, der weiß, von was ich spreche. Der Werner ist einfach ein großer Michel, würde ich das jetzt einmal sagen, sagt immer seine Meinung, verstellt sich auf keinen Fall und hat immer sein Ding durchgezogen, hat immer einen Rat bei Rat gehabt, also einen Rat gehabt, wenn es irgendwas gegangen ist, kennt Gott und die Welt, das heißt, leider wenn es einen DJ braucht, trifft es den Werner, der kann das. Und ja, und der Werner ist einfach ein Wahnsinnsmensch, also ich bin froh, dass ich diese Kontakte geknüpft habe. Dann kommt eh schon der Chris Antonio, Krone Hit, damals war er Hit FM, waren wir sehr viel unterwegs, sehr viel erlebt, also an den natürlich auch Dankeschön. Die Lokalbetreiber und an Mo, Alfred, Urban Andi, damals Geschäftsführer, Günther Stefanitz, Geschäftsführer und zum Schluss dann Besitzer in Mattersburg. Auch natürlich ein recht herzliches Dankeschön. Auch alle anderen Lokalbetreiber, die was mich ständig mit Terminen versorgt haben. Der Patrick vom Subway, der Manuel vom Oceans. Lieber Leo, du hast dann auch geschaut, Max Disco in Feldbach natürlich, dass immer was geht. Es hat wahnsinnig Spaß gemacht bei euch. Der Gocki im Geo draußen, der Hans-Peter im Concord. Also ich habe die Zeit wirklich genossen. Und wer es natürlich positiv in Erinnerung halten und bei diesen ganzen Leuten möchte ich mich auch bedanken. Noch einmal, wie gesagt, ich kann jetzt nicht alle aufzählen, ich würde gerne. Die Liste wäre ewig lang. Es ist einfach wunderschön, was man da in der Zeit an Leuten kennengelernt hat. Und ja, einfach nur zum Danke sagen. Es ist einfach, es war eine geile Zeit und ich habe das so im Kopf. Und diese Schlüsselmomente, was wir gehabt haben, die wird man nicht vergessen und das ist auch wichtig, dass man an die festhält, weil sonst, glaube ich, hätte ich es vielleicht dann eh nicht so lang gemacht, aber Schlüsselmomente meine ich jetzt zum Beispiel, die, was mich als DJ immer berührt haben, war das, was man als DJ bewegen kann. Das waren einfach nur Kleinigkeiten. Der Chris Antoni hat gesagt, damals hat das Millennium in Krems noch gekriegt, heißt Extreme DJ Team, war jetzt immer am Bus, fahren wir ins Millennium nach Krems. Der Mani, der Martin, also ich, kleiner Newcomer-DJ, no name, ja, was ist, war ich der DJ damals und ja, hab spielen können und das war's. Hab mir halt immer auf die Leute geschaut und hab das gesagt, was der Herr Antonio mir geraten hat. Wir haben einen Stockbus organisiert, wo 90 Leute reinpassen und da sind dann mit 120 Leuten im Millennium im Krems zum Beispiel auch gekommen und haben die Hitten dort zerlegt. Ich meine, gut, dass ich mit 120 Leuten gekommen bin, weil viel mehr waren dort dann eh nicht, aber es war einfach dieses Feeling, was man bewegen hat können als DJ. Es hat ja am Anfang nach Mattersburg super funktioniert. Da hat es ja auch ein, zweimal im Jahr, wer dabei war, weiß es noch, hat es Busse gegeben, die was ausverkauft waren, was voll waren, und die Leute einfach da vom Südburgenland froh waren, dass sie mal rausgekommen und haben für 5 Euro ein Busfahrt gehabt, da war der Eintritt dabei und eine geile Party und sind nachher wieder heimgefickt worden. Und das sind halt so Momente, die was ich auf keinen Fall missen möchte.
natürlich auch diese ganzen Freundschaften mit den Kollegen und so, die muss ich natürlich jetzt, nur weil ich jetzt aufhöre als DJ, natürlich nicht auf Eis gelegt werden. Im Gegenteil, ich denke mal, dass ich jetzt so dann mehr Zeit habe, eben mich um Freundschaften, um Beziehungen, um Familie und so, um alles mehr zu kümmern. Mein Business unter der Woche, also mein Hauptgeschäft, ich bin ja IT-Techniker und Webentwickler, das habe ich mir schon seit 2006 eigentlich aufgebaut, wird natürlich auch profitieren und ja. Ich wünsche euch in dem Sinn noch einen wunderschönen Sonntag. Der Himmel ist noch blau, die Sonne scheint. Ich will jetzt zu meiner entzückenden Tochter und zu meiner Freundin nach Hause fahren und den restlichen Tag mit ihnen verbringen, was auch wichtig ist, mit ihnen jede freie Minute zu genießen. Ich wünsche euch allen miteinander da draußen noch einen schönen Sonntag. Wenn es noch irgendwelche Fragen gibt oder irgendein Thema euch vielleicht noch brennend interessiert, dann schreibt es einfach unter das Video und wie gesagt, ich werde mich jetzt zumindest einmal in der Woche bei euch live melden und dann werden wir über das ein oder andere dann sicher noch quatschen und sowieso sehen wir sich am Oktoberfest, nächsten Samstag, dann Disco Concord am 29. September. Und wenn der Plan steht oder das Event steht mit allen Rahmenbedingungen, dann gibt es natürlich auch die Details zur großen Abschlussparty zu Pfingsten 2019, Pfingstsamstag am Strandfest in Burg. In diesem Sinne, danke nochmal, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass ihr euch meine Geschichte kurz angehört habt. Danke, dass ihr mich die letzten Jahre alle begleitet habt und ich hoffe, dass wir noch die nächsten Jahre zumindest in Kontakt bleiben und unsere Freundschaften pflegen. Tschüss!